Wenn es im Zitadellenpark in Vechta zu einer Kriegerschlacht zwischen schwer bewaffneten Rittern kommt, kann das nur eins bedeuten. Es sind wieder die Burgmann-Tage. Schätzungsweise 20.000 Besucher kommen an zwei Tagen zu diesem Ereignis. Hier entsteht ein ganz besonderes Flair. Wir haben heute doch eine starke virtuelle Welt und dieses sinnliche Erfahren, das Riechen, das Mitmachen, das Schmecken und das Direkterleben, auch das Handwerk nochmal direkt erleben, nicht irgendwie in irgendeinem Labor unter irgendwelchen Glasscheiben. Das ist schon eine tolle Sache und die Leute brauchen das für sich, diese direkte Erfahrung. Und das bekommen sie im Mittelalter, durch die Mittelaltermärkte eben auch. Die Schausteller aus Handwerk, Versorgern und Herlagern leben dabei so originalgetreu wie möglich, um den Besuchern ein authentisches Bild vom Mittelalter zu bieten. Ich wollte halt ein spezielles Kettenhemd haben, einen speziellen Ringpanzer hier, für den ich niemanden gefunden habe, der mir den so herstellt, wie ich das haben will. Dann habe ich geschaut, wie ich das denn selber herstellen kann. Und habe mich dabei gar nicht so ungeschickt angestellt und bin da bis jetzt bei geblieben. Und mal schauen, was ich mache, wenn ich mit dieser Rüstung hier fertig bin und dann eigentlich nicht mehr arbeiten muss, weil ich meine Rüstung eben fertig habe. Wer dabei sein möchte, hat noch bis Sonntagabend um 18 Uhr die Gelegenheit dazu.